Herzlich willkommen hier bei Zuckerhut TV im Wirt WM Studio. Mein heutiger Gast ist der ehemalige Sportchef von Mercedes, der ARD-Experte für die DTM und Berater in einem Tochterunternehmen von Wirt bei der Firma Paravan. Herzlich willkommen, Norbert Haug. Guten Tag. Hallo, das ist eine lange Liste. Ich würde sagen, wir arbeiten die jetzt mal nacheinander ab. Ja, gerne. Ehemaliger Mercedes-Sportchef, da ist natürlich die Frage naheliegend und die ist überhaupt nicht schnippisch gemeint. Warum läuft es jetzt bei Mercedes so gut? Warum führt man in der Fahrer- und in der Herstellerwertung? Weil man sich ordentlich vorbereitet hat über viele Jahre und weil der Erfolg weder bei Wirt noch beim Fußball, über den wir gleich sprechen werden, noch bei der Formel 1 bei keinem Team über Nacht kommt. Es gibt ein Team Red Bull, das hat letztes Jahr die 4. Weltmeisterschaft in Folge gewonnen. Hat 5 Jahre gebraucht, bis es zum ersten Mal gewonnen hat. Das Mercedes-Werksteam hat im 2. Jahr das erste Rennen gewonnen, im 3. Jahr 3 Rennen. Und jetzt im 4. Jahr ist die Mannschaft dominant mit sehr guten Fahrern, sehr guten Technikern, sehr gutem Management, einem vollkommen neuen Motor, einem sogenannten Power Unit, einem Hybridmotor, der die Messlatte legt und der ist in den letzten 4, 5 Jahren konzipiert entstanden. Sie sind ja auch ARD-Experte für die DTM. In der DTM dagegen fährt ja Mercedes ein bisschen hinterher. Woran liegt nun wieder das? Ja, ich kann es mir einfach machen und sagen, sie sind nicht schnell genug derzeit. Ich denke, da wird auch die Kurve wieder gekriegt. Im Moment ist es einfach so, dass speziell BMW, aber auch Audi besser, schneller ist. Man hat das Reglement geöffnet, man durfte komplett neue Autos bauen über Winter, vom letzten Jahr auf dieses Jahr. Und da sind die unmittelbaren Wettbewerber etwas weiter gesprungen. Und jetzt ist man in einem Aufholprozess. Sie arbeiten ja auch für eine Wirt-Partner oder nicht Partner, sondern auch Tochterfirma, die Firma Paravan. Was macht Paravan, was machen Sie dort? Paravan macht im Kerngeschäft Fahrzeuge für behinderte Menschen, für behinderte Mitmenschen. Die werden behindertengerecht umgebaut, individuell angepasst. Der Firmengründer und Mehrheitseigentümer Roland Arnold verfolgt es mit großer, großer Leidenschaft und Akribie. Und ich fühle mich dazu wirklich hingezogen, zu diesem Thema. Und es gibt mir sehr viel. Ich bin 22 Jahre lang davor als Journalist, sogar noch länger, aber in dem Beruf des Motorsportchefs, 22 Jahre lang so circa 150 Tage im Jahr unterwegs gewesen auf der ganzen Welt. Und da muss man auch dankbar sein, wenn man das gesund überstanden hat. Und dann kann man auch sich engagieren und was zurückgeben. Jetzt möchte ich aber doch auf die Nationalmannschaft kommen. Ersten Testspiele hat man jetzt gesehen. Was trauen Sie denn unseren Jungs zu und was trauen Sie anderen Ländern zu? Wer ist für Sie der Favorit? Sehr viel, ich glaube gerade jetzt, weil es so viel Feuer gibt in der Vorbereitung, wo dies und das und jenes schief läuft und wo auch der Jogi Löw noch kritisiert wird wegen Führerscheinentzug, was sicherlich nicht schön ist, was aber auch nicht ein Drama ist. Diese Space Drive Technologie vielleicht. Und ja, also der Jogi hat so viele tolle Dinge gemacht mit seiner ganzen Truppe. Ja. Und er hat auch gesagt, dass das natürlich nie im Sinne des Erfinders war, aber ja, in einem halben Jahr spricht da keiner mehr von. Und wenn er den Titel geholt hat, dann sowieso nicht. Ich glaube, höre ich da jetzt draus, dass Sie da einen Favoritentipp für Deutschland abgeben wollen? Wenn ich nicht dafür bin, wer soll dafür sein? Wir müssen. Wer war dafür? Müssen, ich glaube, Fritz Dopfer war auch dafür. Ja, das ist ja keine Frage. Ich kann schlecht für Spanien sein. Also bei aller Internationalität natürlich drücke ich unseren Jungs die Daumen. Ja. Ich kenne auch viele von denen. Die sind auch sehr rennsportaffin, waren bei uns zu Besuch, haben uns in Monaco vor 2 Jahren besucht mit der ganzen Mannschaft. Wir haben einen Gegenbesuch im Trainingsgelände in Südfrankreich gemacht. Also das sind auch Racer. Ja, und keine Frage. Auch wenn sich Racer auf der Rennstrecke bekämpfen, die halten auch zusammen. Und ich drücke ganz fest die Daumen. Und natürlich wollen wir, dass die zumindest möglichst weit kommen. Und wenn sie im Endspiel sind, das Spiel gewinnen. Sehr schön. Wir sehen hier diese Zuckerhut, dieses Panorama. Wie gefällt Ihnen unsere Tapete hier? Ja, wunderbar. Wunderbar. Ja. Gibt es bei der www.tapeterie.de, da kann man sich solche Tapeten bestellen.
Norbert Haug, Sie haben es selber gesagt, 22 Jahre Erfahrung als Motorsportchef auf der ganzen Welt, im Endeffekt zu Hause. Das ist auch dem WM-Yogi nicht entgangen und wir hören jetzt mal seine Einschätzung zu Ihrer Person. Ja gut, ein Norbert Haug kann ich mir vielleicht nicht unbedingt auf dem Platz, vorstellen, aber durchaus in einer Funktion, wie sie vielleicht im Moment, sagen wir mal, Oliver Bierhoff hat. Und wenn der Olli, sag mal, was anderes machen will irgendwann, dann ist es eben auch denkbar, jemand zu nehmen aus einem, sagen wir mal, Sportbereich, der vielleicht nicht direkt dem Fußball zugehört. Und da haben wir im Grunde genommen auch, sagen wir mal, gute Erfahrungen damit gemacht. Ich sage jetzt mal, Hockey haben wir eben auch schon Leute rekrutiert. Von daher kann ich mir einen Norbert Haug, kann ich mir gut vorstellen, kann ich mir sehr gut vorstellen, im DFB und eben auch in der Pressearbeit, weil es halt natürlich ein absoluter Vollprofi ist. Ja, nicht so schlecht, wäre das was für Sie? Das kriegen wir gleich drüber, oder? Ja, alles klar. Ja, ja. Allerdings nur, wenn Sie jetzt auch noch die Bestzeit an unserer Schraubtorwand hier aufstellen. Okay, mit welchem die Gerät? Hält, ja, Moment, die hält im Moment Timo Scheider, den kennen Sie auch gut. Scheider natürlich. Muss ich schlagen. Eigentlich. Ja, alles klar. Also fünfmal dürfen Sie hier mit diesem Akkuschrauber ran und einmal, das wird das Entscheidende sein, das nehme ich vorweg, mit diesem Schraubtorwand. Fünf mit denen, eine mit dem hier. Dann machen wir hinten mal zu. Und es geht auf Zeit, oder wie? Es geht auf Zeit, ich gebe Ihnen ganz klassisch ein Startsignal und ich werde hier halten wie nie zuvor. Ja, damit es nicht anrutscht. Ach so geht es. Norbert Haug an der Wirtschraubtorwand und los! Ja, sieht gut aus. Sehr gut. 11 Sekunden und schon 2 Schrauben drin. Haben Sie geübt beim Reifenwechsel auch mal, oder? Macht man da alles mal mit als Sportchef. Ja, Wahnsinn. Also, das sieht wirklich sehr, sehr gut aus. 28 Sekunden extrem. Stopp! Mit dem anderen. Ach so. Sonst müssen wir Sie noch disqualifizieren. Das wäre schlimm. So, und jetzt geht's zur Sache. Also Sie sind bei 39, 40 Sekunden, wenn Sie jetzt schnell sind. Dann schlagen Sie tatsächlich Timo Scheider, die anderen, Hansi Pflügler, Fritz Dopfer, Claudia Nister und die ganzen anderen Gäste hier. Die würden Sie sowieso schlagen, wenn Sie schneller als Timo Scheider sind. Jetzt sind wir bei 1 Minute. Geht es anders oder muss ich das drehen? Nee, ist schon gut so. Sie liegen gut. 1, ich glaube, ich habe eine längere Schraube als Timo. 10, so, jetzt haben Sie noch 10 Sekunden Zeit. Schaffen Sie das? Ja, Sie schaffen das. Und stopp! Sensationell! Norbert Haug, 1,16. Unser Schraubkönig hier im Wirt-WM-Studio. Herzlichen Glückwunsch, den Akkuschrauber. Sie bekommen von uns noch 11 Fußbälle für einen Verein Ihrer Wahl. Am liebsten ist uns die Jugendabteilung. Wem würden Sie den schenken? Ja gut, also erstmal kriegen die zwei Jungs vom Roland Arnold, weil das große Fußballer sind. Der Luca und der Kevin. Die sind sehr, sehr stark und werden gefördert. Und ja, 2 weitere muss ich mir noch überlegen. Und der Rest kriegt die Jugend vom TSV Grunbach, die ganz stark sind. Da komme ich her. Und die haben enorm vorangemacht im Fußball generell. Und die bekommen die. Sehr schön. Die freuen sich, wir freuen uns auch. Und sie bekommen natürlich als Sieger und sowieso auch noch diese Akkuschrauber. Dankeschön. Vielen herzlichen Dank, Norbert Haug. Danke.